herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video wird es um Haare gehen. Den Rest erfahrt ihr aber gleich. Ich würde sagen, wir fangen am besten sofort an. Viel Spaß bei dem Video und let's go! Bo! Do! Ja. Wie schon erwähnt, wird es sich ja heute um Haare drehen. Allerdings nicht um meine Haare sozusagen. Denn ich habe heute ein Päckchen erhalten, worüber ich mich mega gefreut habe. Und zwar ist es ein Päckchen von Donna Love Hair. Kann sein, dass der ein oder andere von euch diese Marke schon kennt, denn es gibt schon ein paar Videos dazu hier auf YouTube. Und zwar ist Donna Love Hair ein Online-Shop, wo ihr zum Beispiel Perücken bestellen könnt, sei es Echthaar oder synthetische Perücken. Außerdem gibt es dort Clip-In-Extensions und auch Schmuck. Und deshalb habe ich mich mega gefreut, als ich gefragt wurde, ob ich nicht mal Lust hätte, eine Perücke auszutesten. Und natürlich habe ich sofort ja gesagt, weil ich einfach finde, dass Perücken mega der coole Weg sind, einfach mal eine neue Haarfarbe auszuprobieren, ohne dass man seine eigentlichen Haare schädigt. Und ja, ich durfte mir eine synthetische Perücke aussuchen und ich würde sagen, fangen wir erstmal mit der Box an. Ey, die ist mal mega schön. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wisst, aber meine zwei Lieblingsfarben sind einfach mal Türkis und Rosa. Deswegen, die Box ist einfach schon mega schön. Auch mit der Schleife hier. Dann steht hier noch Donna Love Hair. Love is all. Und ja, enjoy. Ich würde sagen, wir machen das Ganze mal auf und ja, ich habe schon einmal reingeschaut, weil ich es einfach nicht abwarten konnte. Aber ja, ich würde sagen, wir öffnen das Ganze jetzt mal. Oh. So. Und zwar ist hier als erstes so eine Bürste von Donna Love Hair drin. Mega cool in rosa bzw. pink. Und zwar ist das eigentlich so eine Bürste wie der Tangle Teaser, nur dass es halt hier noch so einen coolen Griff hat. Also ich weiß ja nicht, wer von euch einen Tangle Teaser hat, aber kennt ihr das Problem, wenn ihr eure Haare föhnt und der Tangle Teaser einfach die ganze Zeit beim Bürsten außer Hand fällt? Ja, ich hasse das auf jeden Fall, deswegen finde ich es mega cool, dass hier so ein Griff dran ist. Und ja, ist halt wie ein Tangle Teaser, ne? Außerdem ist hier noch so ein Haarnetz drin, weil ich bin schon mega gespannt, wie ich damit gleich aussehen werde. Und natürlich die Perücke. Ich habe mir eine Perücke ausgesucht, die ein bisschen wellig ist und in so einem hellgrauton ist. Ich würde sagen, ich bürste die mal erstmal durch hier, ne? So sieht die Perücke jetzt nochmal von der Haarstruktur und der Farbe aus. Also ich fand die Farbe mega schön, vor allem weil ich schon immer mal wissen wollte, wie so eine Haarfarbe an mir aussieht. Und diese Perücke hat hier am Ansatz so ein Netz, weiß nicht, kann man das so nennen, falls ihr das hier erkennen könnt. Und das schneidet man halt eben möglichst nah am Haaransatz ab. Und das werde ich jetzt erstmal tun. So, das ist jetzt das abgeschnittene Teil. Und ich würde sagen, dass ich jetzt mal die Perücke aufsetze. Ach ja, ich muss dazu ja erstmal dieses Kopfding da aufsetzen. So. Es hat auf jeden Fall hier einmal so einen dickeren Bund und so einen dünneren. Und ich glaube, der dickere Bund gehört dann gleich an den Haaransatz. Übrigens ist die Perücke auch ein bisschen kürzer als meine eigentliche Haarlänge. Was ich aber eigentlich auch ganz cool finde. So, und meine Haare sind ja eigentlich relativ
sehr lang. Deswegen, aber keine Sorge, das passt trotzdem alles in dieses Netzteil rein. Denn ich mache das jetzt einfach so, dass ich dieses Netz hier einfach nach oben ziehe und meine Haare da sozusagen reinfallen lasse. Das sieht so gestört aus. Aber es klappt. Tada! Und dann habt ihr die Haare hinten alle relativ flach in diesem Netz. Sieht natürlich sehr geil aus. Zur eigentlichen Perücke jetzt aber mal. Die Perücke hat übrigens innen so kleine Spangen, womit die dann halt so hier festgemacht werden kann, damit die erst recht gut sitzt. Und hinten habt ihr hier auch noch so zwei Bänder. Das ist halt einfach dazu da, falls die Perücke nicht eng genug sitzen sollte, dass man das hier auch noch so ein bisschen verstellen kann. So, das kann ja jetzt das werden. Oh. So, das war's. So, ich musste jetzt die Perücke mal am Spiegel aufsetzen. Aber ich muss sagen, also ich finde, eigentlich sieht die echt mega cool aus. Ich weiß nicht, ist natürlich was komplett anderes, ne? Wenn man mich auch nur mit braunen Haaren kennt, dann sieht das jetzt natürlich voll ungewohnt aus. Aber an sich, boah, die sitzt wirklich fest. Also könnt ihr schauen, da rutscht wirklich nichts irgendwie ab oder so. Ich finde, bei der Perücke ist das halt auch so, dadurch, dass so ein paar Haare auch hier so eher vorne im Gesicht hängen, sieht man den Ansatz gar nicht so krass. Also klar, so wird man das jetzt sehen. Aber durch diese Strähnen hier vorne, finde ich, sieht das echt ganz gut aus. Kann ja mal schauen, ob ich den Scheitel noch irgendwie anders mache. Ja, wie gesagt, ich bin echt zufrieden damit, vor allem auch wegen dem Versand nochmal. Das ging mega schnell. Also die Perücke kommt aus China und der Versand hat nur 4 Tage gedauert. Also mega gut. Und übrigens war hier auch noch voll die coole Kette dabei. Kann ich ja auch mal umtun. Das ist so eine Choker-Kette. Ich finde die eigentlich ganz cool. Übrigens habe ich auch noch einen Rabattcode für euch. Den seht ihr gerade hier eingeblendet. Damit kriegt ihr 7 Euro Rabatt auf euren Einkauf. Ach ja, was ich noch sagen wollte, übrigens, man kann diese Perücke auch stylen. Also zum Beispiel glätten und so. Das habe ich natürlich jetzt noch nicht ausprobiert, weil ich sie ja gerade erst ausgepackt habe, verständlich. Ansonsten nochmal vielen, vielen lieben Dank an Donna Love Hair für diese coole Perücke. Es hat mich wirklich mega gefreut, dieses Video drehen zu dürfen. Und falls auch euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, in die Infobox zu schauen. Da verlinke ich euch nochmal die Perücke und auch die Homepage. Und den Rabattcode findet ihr auch unten. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Und vergesst auch nicht, mir zu schreiben, wie ihr die Perücke findet. Also das interessiert mich wirklich sehr, was ihr davon haltet. Hoffentlich bis zum nächsten Mal und... Ciao!